So, herzlich willkommen zurück zu WoW. Let's Level Together mit dem Eismännchen. Hallo, ihr Zuckerpuppen. Schwarzer Schmetterling und der ASP sind auch bei mir im TS mit dabei und Unsere lieben Gildenfreunde, ja. mit denen wir natürlich Freunde. auch öfter zusammen jeden Sonntag live auf YouTube zu sehen sind. Naja, live ist immer relativ, aber sonntags auf YouTube hauen wir immer irgendwie in die Schnauze und da könnt ihr gerne zugucken. Ja, jetzt genug der Werbung. Wir sind nämlich mittlerweile an den Geisterland angekommen für das neue Gebiet vor elf. Ich glaube, da waren wir gar nicht, ne? Nein, da war ich auch noch nicht. Der kleine Suchtbolzen. Ja, Selbst da haben mit. wir eine Quest offen. Und die ganze Quest heißt, dass wir vier verseuchte Blutproben besorgen müssen von dort unten, von irgendwelchen Viechern aus den Geisterlanden. Das heißt, wir können jedes Viech, was uns über den Weg kommt, in die Schnauze hauen. Das sind mir die liebsten Quests. Haben aber auch eine Kack-Drop-Rate. Da drüben die. Ja, alles in die Schnauze hauen direkt. Du nimmst die Fledermaus, ich hole mir das Viech hier. Denn der ja. Och, der ist buggy, der Tiger. Ja, der Tiger ist buggy. Never play on Patch Day. Ja, jetzt ist der Tiger tot. Das ist ja auch witzig. Der Tiger ist tot. Der Tiger ist tot. Der Tiger. So, kannst du mal hier hinten looten kommen, ob du hier eine Blutprobe für dich drin hast? Eine Blutprobe. Da ist eine Blutprobe für mich drin, ne? Guck mal, hier hinten ist noch. Ah, ne, da hinten ist auch noch jemand, der die Mobs jagt. Das heißt, wir müssen uns mal hier links halten, glaube ich. So, was du siehst, nimmst du bitte direkt ins Target und haust drauf. Hier hinten ist zum Beispiel einer, ne? Ich sehe noch gar nichts, aber da. Da ist einer. Ja, denn der hier oben, der daneben steht. Hab doch schon echt gut mit dir. Mensch, hast deinen Magier gut unter Kontrolle, würde ich sagen. Und wenn du uns erstmal teleportieren kannst, dann sind wir total leise. Wie viele Blutproben hast du? Ja. Ja, ich muss näher ran, sagt er gerade. Wie viele Blutproben du hast? Ja, zwei Stück. Drei. Guck mal, jetzt läuft er aber hier mit dem Junge. Jetzt hat die Achtwurst gefressen hier. Guck dir den an, Alter. Jetzt geht er komplett ab hier. Dann hole ich die hier oben auch mal herbei. Ja, naja, gut, ich sag mal, hier ist, glaube ich, Loot für dich. Loot für mich jetzt gut an. Nee, hier ist gar nichts drin, oder? Doch, ach doch, guck mal da. Ja, aber leider keine Blutprobe. Hier oben ist Loot für uns beide. Weil hier ist nämlich ein Quest-Item drin, ne? Nehmen wir an, für dich auch, oder? Warte, muss ich nachgucken. Ja, sehe ich schon. Quest-Item, wie sieht, das müsste doch mit so einem Ausrufezeichen sein, ne? Nein, eine verseuchte Blutprobe meine ich damit. War da drin. Ja, ach so meinst du das, Entschuldigung. Hast du jetzt alle oder fehlt dir noch eine? Nein, mir fehlt nur eine. Tatsächlich. Hier unten ist ein Tiger, guck mal. Ich denke, der wäre verbuggt. Den habe ich schon erledigt, der verbuggte Tiger. Kannst dich um den hier kümmern. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Hier vorne läuft er. Ach da ist er Da. rot, ja. Ich bin hier voll der. Ich bin hier nur der Erklärbär. Na, guck mal, frier das Viech mal ein. Was war denn das nochmal? Genau, leider zu spät, ist schon tot. Hast du gut gemacht. Ja, aber ich habe keinen Loot gekriegt. Ja, dann müssen wir noch einen tot machen. Ja, müssen wir noch einen tot machen. Ey, der Wasserfall, der sieht ja toll aus. Naja, was heißt toll, aber das ist irgendwie, sieht das gigantisch aus hier mit dem Berg und. Ja, Das ich weiß, wir ist. sind am Looten. Nein, das ist WoW, das ist einfach schön. Und Ja, diese gut, Grafik, es die ist möchte halt. ich nicht missen. Ich möchte dafür nichts anderes Neumodisches haben. Das ist WoW, das gehört so. Das ist einfach geil. Es ist halt Comic, ne? Ja, Comic-Style und der ist einfach geil. Oder? Schmetterling-Ding. Schmetterling-Ding. Du hast, bist auch ein Ding, bist du. Schmetterling-Ding spricht denn mit mir. Kati. Ja, was? Ich habe gesprochen vom wunderschönen Comic-Style von World of Warcraft und dass ich das nicht missen möchte. Ja. Ob dir das auch so geht, wollte ich eigentlich nur erfahren. Ja, in Warum der ist Tat. Kati immer so verplant auf YouTube? Weil ich gerade in der Gilde gelesen habe. Mich hat gerade zur Gilde eingeladen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast jetzt auch alle Blutproben? Ich habe jetzt alle Blutproben. Dann lass uns mal abgeben gehen. Kati spielt nämlich fremd bei Alice, muss ich dazu sagen. Überlege ich immer. Das gab es früher aber nicht, ne, dass man in anderen Gilden noch spielen durfte, ne? Ja, wir spielen ja auf einem anderen Server in der Allianz, da ist das ja vollkommen egal, das ist nur just for fun.
Hier, das machen wir beruflich. Alfie ist süchtig nach weh. Oh weh. Nein, bin ich nicht. Ich heiße nicht Eismännchen. Dafür siehst du auch nicht gut genug aus. Die Nachtelfen neue Stimmen gegeben. Weiß ich nicht. Wieso? Heute waren die Ork-Modelle übrigens zu sehen, ne? Charaktermodelle. Ja, hab mich aber nicht überzeugt, irgendwie so richtig. Ach, ich fand die süß. Ist aber besser als früher. Ja, keine Frage. Vertraut niemandem. Brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt haben wir 2000. Und, oh, Alf. Wenn wir diese Quest jetzt, die wir hier annehmen, beenden, dann bekommen wir das erste Grüne. Was heißt das denn? Grünen Gegenstand. Da wären wir im Bar. Verstehe ich zwar nicht, aber... Hier, warte mal, wo ist denn hier? Ach, da ist die Quest. Die soll ich annehmen, ja? Die nimmst du an. Das heißt Zustellung nach Tiris Tessa, ne? Tiris Tessa, meine ich. Wie heißt das? Zustellung nach Tristessa. Ja, Tristessa, genau. Na, da komm mal zum Papi. Ich komm zum Papi. Der ist wesentlich... Weil ich ja eine Papine bin, ne? Der ist 100 Jahre jünger wie ich und ich soll zum Papi kommen. Ja, WoW bin ich 200.000 Jahre älter als du. Man muss auch wissen, Eismenschen ist ja auch Stromberg, ne? Moment, was? Was? Da gibt's ein tolles Lied. Das war ein Running Gag. Der ist voll dämlich, der Stromberg. Nein, das bist du. Aber der singt Danke. Ein Lied. Bin also auch voll dämlich, na gut. Kann ich mir das weißt du doch. Also hier, das ist schon... Das sind die Geisterlande. Ja, sieht schon ganz nett aus, doch. Verseucht. Geistig. Hat einer einen riesengroßen Pups gelassen, Alfie, und seitdem ist das hier alles ein bisschen ekliger. Das warst bestimmt du. Nee, ich pupse ja nicht. Nein. Kann sowas gar nicht. Das kann man bei dir auch nicht mehr Pups nennen, da hast du recht. Sagt mir jemand, der die Erde zum Beben bringt, wenn er da hinten irgendwelche Dünstungen hat. Naja, das gehört nicht hierher. Nein, das sehe ich genauso. Wir wollen hier WoW spielen. Da ist ein Quest übrigens. Ja, guck mal, ich bin ganz aufgeregt. Ich laufe also im Kreis hier. Ja, jetzt gehst du dem Fragezeichen aus, die, und pass auf. Wenn du den anklickst. Ja. Und auf erstmal das Fragezeichen drücken, ne? Ja. Dann gibst du den Brief ab bei dem. Und dann hast du zur Auswahl da unten 3 Armschienen, ne? Ja, und da kann ich aber, die roten ja, kann ich nicht das, nehmen. Ja, das ist mir schon klar, dass du das mittlerweile gecheckt hast. Aber, pass auf. Guck dir mal so eine rote an, da steht ja Kette drauf, ne, bei einer. Ja. Da siehst du +1 Stärke, ne? Ja. Und bei der anderen roten +1 Beweglichkeit. Ja. Und bei uns siehst du +1 Intelligenz bei den Stoffdingern, ne? Wir nur Stoff tragen. So, pass nee, auf. Wir sind halt intelligent, ne? Wir brauchen, genau, weil da wir so Intelligenzbolzen sind, brauchen wir auf jedem Item, was wir tragen, erstmal Intelligenz. Kann man dann Intelligenz noch irgendwie nachträglich drauf machen? Ja, aber nicht auf dem Level, das macht keinen Sinn. Okay. Also erstmal nehmen wir immer alles mit, was Intelligenz hat. Intelligenz ist Zaubermacht und bedeutet, dass wir mehr Schaden machen. Okay. Na? Wir können weder Beweglichkeit noch Stärke gebrauchen. Beweglichkeit brauchen zum Beispiel Jäger. Ja, aber die roten hätten wir doch sowieso nicht nehmen können, ne? Ja, aber überleg mal, wenn alle 3 grün jetzt und, ne, mit Stoff und tralala. Okay. Wir brauchen die mit Intelligenz. Deswegen wollte ich es dir extra erklären. Gut, dann klicke ich da drauf. Aber ich habe unten noch eine Kuriertasche. Könnte ich auch anklicken. Ja, die kriegst du automatisch dazu. Ach so, okay. Quest beenden. Genau. Das war eine tolle Erklärung. Das habe ich auch gut verstanden. Das freut mich für dich. Und jetzt einfach nur das Ding auch anziehen, mein Freund. 1300 EP gab's. Ja, das ist überragend, oder? Das ist überragend. Und die Tasche kann ich jetzt noch da unten reinmachen. Die ist automatisch schon drin in deinem Rucksack eigentlich. Nein, haben wir nicht. Kleiner blauer Beutel habe ich da drinnen noch. Nein, die Tasche ist eigentlich automatisch in deinem Rucksack schon schon drangehangen. Nein. Jetzt habe ich das gerade gemacht. Sag ich denn das am besten jetzt? Hast du schon gemacht? Ja gut, dann ist okay. Bei mir war es automatisch. Aber das ist, die haben beide 6 Plätze, ne? Der blaue Tasche, der blaue Beutel kann ich aber verkaufen, oder was? Die Schissdinger, die werden wir dann wieder rausnehmen demnächst mit 6 Plätzen. Ich mache nochmal Neserstofftaschen demnächst. Habe ich aber noch keinen Bock zu gehabt. 16. Aber du nötigst mich ja regelrecht, dich weiter richtig zu machen. Von daher, ne, eins am anderen. Also ich habe 2 mit 16 und 2 mit 6. Ja, habe ich auch, genau. So, dann nimmst du die Quest hier an. Wo, was? Ah ja, Quest. Der Typ hier noch, der hat ja noch eine Quest, ne? Ja, die nehmen wir doch an. Die Verlassenen, ne? Genau. Der Fandral hat die noch. So, dann gehen wir links hoch und die anderen Questen da oben. Links hoch.
Warte mal, Rucksack auswählen. Da. Ich denke, man soll immer auf dem Wegen bleiben. Ja, aber doch nicht in der. Wir sind ja hier in einem Dorf. Ach, im Dorf ist das. Das sind ja alles unsere Freunde hier. Alles unsere Freunde. Alle, die warten alle nur auf dich, die rufen alle Alf, Alf, Alf. Nein, ich heiße nur Alf. Ach so, da war ja was. Oh geil, Faulbahn und Lutzran, das sind Elite-Mobs. Die können wir mal gucken, ob wir die mit zu zweit down kriegen. Da bin ich mal gespannt. Kann ich das, soll ich das auch annehmen, ja? Ja, logisch. Dann kommst du mit hier hoch. Oh, wer ist denn da mit dem Mikrofon? Ja, Grazie, die ist, sie braucht das. Komm. Gut. Oh, da läuft eine vor uns hier. Das ist Imari. Oder Imari? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und da, guck mal, da steht auch noch einer. Der hat aber ein graues. Ein Barney ist das. Das kannst du doch nicht annehmen, hier ist sie noch zu niedrig für dich. Ja, scheinbar. Okay, alle beide noch zu niedrig für dich. Wie hat dann lasse ich die erstmal offen, dann nehme ich die auch noch nicht. Weil ich bin ja 2 Stufen höher als du. Spring hier runter. Ah! Ja, tut nicht weh. Weil mir hat es richtig gekribbelt im Bauch. Die kann ich auch nicht annehmen da. Hier steht wieder, nee, hier gesehen jetzt. Hier steht wieder ein Flugmeister, ne, mit dem grünen Ausrufezeichen. Der fliegt eine Flugroute hinzu. Dem machen wir einen Rechtsklick drauf und dann haben wir eine neue Flugroute. Da steht dann auch im Bildschirm, neue Flugroute entdeckt. Das ist immer. Wo steht denn das? Naja, immer so ein bisschen. Ach, da oben, ja, da oben. Morgen, Herr Alf. Ja, was denn? Weißt du, wo überall bei mir was steht? Da steht Wasserelement da, da steht was, da ist ein Chat. Überall steht was. Ich muss ja immer entschuldige, dass ich noch so fragen muss. Das ist doch gar nicht schlimm. Doch, du bist mich schon wieder am Dissen. Warum denn so zart? Oder am Mobben. Der geht mir auf den Sack mit seiner Mobberei. Wenn ich dich mobbe, fängst du an zu krischen hier drin und löscht die Aufnahme, ey. Komm lieber hierher, du Blase. So, erstmal abgeben und dann nehmen wir die neuen an, ne? Okay, oh, da sind auch, ja. Wir müssten mit 3 Stück kriegen. Ist das wichtig? Die sind alle grau bei mir. Alle. Alle. Du kannst keine von den Questen annehmen, die drin ist. Doch eine, glaube ich, den der Typ selber hatte noch. Die heißt wie? Warte mal, welche ist denn jetzt, ich sehe, du hast die Rückkehr zu Arcanist Vandrill, ja, die kannst du annehmen, ja. Ja, die habe ich auch. Und dann gehen wir jetzt zu dem erstmal zurück. Wo ist denn, was ist denn mit deinem Level-Up? Wie lange brauchst du denn noch zum Level-Up? Ich würde sagen, 2/3 habe ich. Okay, das ist natürlich schlecht. Das ist schlecht, ne? Naja gut, dann machen wir halt eine Quest, die du annehmen kannst nach der anderen. Hier oben rechts, die kannst du die annehmen? Ja, die kann ich, die ist gelb. Ja, dann nehmen wir erstmal hier das Fragezeichen. Der gibt uns dann, glaube ich, auch eine neue. Genau, der gibt uns nämlich auch eine neue. Das ist super. Und die hier kannst du auch annehmen, ja? Der Tag der Abrechnung wird kommen. Ah ja, okay. Auch schon mal etwas. Raus mit der Sprache. Dann gehen wir als erstes hoch auf die Sonnenkuppe. Gut. Da sind die ganzen. Da, geil, also der Elite-Mob. Da kriegst du EPs. Elite-Mob, wo bist du? Ach, da. Achso, wir wollen jetzt auf dem Wegen bleiben. Ich hab dir das beigebracht und dann muss ich auch genauso spielen. Wenn du mal meinst, irgendwie du willst mal vorgehen für Questen, dann tust du das, ne? Also. Naja. Ich bin aber noch ein bisschen unsicher. Ja, ist okay, dann lauf mir so lange nach, dass du sagst, hey, Eismännchen, alter Saftsack, bleib mal stehen, ich bin jetzt hier der Kapitän. Hey, hören Sie mich nicht an. Wir gehen aber am falschen Weg, ne? Moment, gehen wir am falschen Weg? Ich denke nicht. Okay. Ja, da oben am Ende ist die Sonnenkuppe, da müssen wir hin. Also in meinem Minimap zeigt er diesen gelben Pfeil eigentlich links von mir. Kann ich jetzt nicht so sagen, bei mir laufen wir genau drauf zu. Drück mal M, bleib mal stehen, drück mal M. Und dann müsstest du sehen, dass wir oben am Ende des Weges eine Quest haben. Die heißt Sonnenkuppe. Ja, weißt du was, ich habe die auch nicht angeklickt, deswegen ging das auch nicht. Jetzt habe ich das auch so. Ja, ich, wie gesagt, ich fühle mich teilweise manchmal noch ein bisschen sehr unsicher. Aber das ist nicht schlimm. Die kann ich auch übrigens annehmen, ne? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Die kann man mit dem Level 10 nämlich, glaube ich, schon hin oder so. Dann nehme ich die doch glatt noch an, ja. Dann nimmst du die jetzt an, ich auch. Und guck mal, da gibt's wieder was Grünes für danach. Ist das nicht schön? Wie was Grünes? Na, zum Ansehen. Ach so, schön. Ja,
Ja, guck mal, hier stehen ganz viele lustige tote Spinnen rum und die haben wir im, ja, tot. Gut, dann, Gut, dann hau du die, ich hau die dahinter. Wenn sie zu zweit einen Mob töten, ne? Ich mache extra langsam, ne? Das also, macht keinen Sinn, ja, ja. Weil sonst normalerweise würde ich jetzt hier 5 Mobs pullen und würde die umschwaben. Wie, obwohl du noch nicht so hohe ein Level hast? Ja, natürlich, macht mein Tank, mein Leerwandler, macht das doch alles. Hier liegt Loot für dich. Ja, hier vorne müsste Loot für dich liegen. Ja, ja, ich hol mir. Mein Leerwandler tankt uns die normalerweise alle weg. Wir brauchen das. Ich könnte jetzt einiges ziehen. Würde ich zudotten, also mit meinen Dots belegen, ne? Aber dazu brauchst du erstmal diesen Massenzauber. Da freue ich mich schon drauf, wenn du erstmal den, Komm her, wir gehen hier lang. Andere Richtung. Wenn du erstmal deinen Eisregen machen kannst, da freue ich mich schon sehr drauf. Warum ist denn mein Diener nicht so gut? Weil das bei dir nur ein Zubringsel ist. So, hier ist noch was für dich, bestimmt. Du lebst eher davon, dass du die Mobs festfrierst. Hier, guck mal, hier vorne liegt was für dich. Irgendwo hier vorne. Ach, guck mal, der besucht uns gleich. Ist das nicht schön? Der steht hinter dir direkt. Naja, bis du schießt, ist er tot. Gut, ist tot. Ist schlimm. Kannst du looten? Den kann ich looten, aber wo ist der eine? Wo du gesagt hast, den könnte Moment, ich looten. Da muss ich nochmal gucken gehen. Tut mir leid, aber das war mir... Durch das hohe Gras sehe ich das alles nicht so. Ja, du musst überlegen, ich bin auch ein bisschen älter wie du. Hier hinten liegt er. Okay. Ach ne, ist er weg. Ach, das ist meine Beute, stimmt. Ich weiß nicht, wo... Dann ist die auch schon weg. Ne, das war den ich zwischendurch noch... Ach so. Da unten, ja, das könnte er sein. Ne, da steht Beuterer Ella dran. Das bin ich. Ja, ist das nicht schlimm. Ach,